can't name how many times they try to clone me. I can't name all the names that try to clone me. This dirty money helped me see the devil. So did it thoughts, no they ain't forever. My trials and tribulations playing out on blogs. Spent 300,000 to build her, that's on all the car. The Maybach park itself. That Range Rover came with steps. Electric tables in the back on me for letting me on. Freuen wir uns jetzt auf einen Titelkampf im Leichtgewicht. Zwischen Khabib, the Eagle, Nurmagomedov und Conor Notorious McGregor. Conor McGregor. Er ist bereit, ins Oktagon zu treten und alles dafür zu tun, um hier mit dem Titel im Leichtgewicht nach Hause zu gehen. Was mich an diesem Kämpfer am meisten beeindruckt, ist, wie viel der einstecken kann und wie gut er sich zwischen den Runden erholen kann. Ich glaube, von all den Fightern in der UFC ist das einer der zähesten. Jetzt läuft der Titelverteidiger ein. Also, was mich an diesem Kämpfer am meisten beeindruckt, sind seine Nehmerqualitäten. Er ist einfach zäh. Den haut so schnell nichts um. Und vor allem kann er sich zwischen den Runden auch fantastisch erholen. Sehen wir uns mal eine Gegenüberstellung der Kontrahenten in diesem Titelkampf im Leichtgewicht an. Die beiden Kontrahenten dieses Kampfes sind gleich alt. Und werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf Größe und Reichweite. Da sehen wir eine vergleichbare Größe, aber auch eine ziemlich unterschiedliche Reichweite. Und hier ist Bruce Buffer mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. The action begins, our referee in charge, Mario Yamasaki. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Madison Square Garden Arena in New York City, Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 21 wins, 4 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland. Presenting the challenger, the notorious. This man is a grappler, holding a professional record of 27 wins, no losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of the Republic of Dagestan, Russia, ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending UFC lightweight champion of the world, Khabib the Eagle.
championship bout. I want you guys to do a clean fight. Follow my orders at all times. Defend yourself at all times. Good luck tonight. Dutch gloves. Tja, schauen Sie sich diese Blicke an. Die sagen alles. Die wollen endlich loslegen. Die können es kaum erwarten. Ja, Titelkämpfe sind immer was Besonderes. Heute steht im Leichtgewicht viel auf dem Spiel. Los geht's. Er ist benommen. Schöner Schlag. Ja, schöne Gerade. Oh, 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 der Double Tap. Oh, er ist angeschlagen. Schöner Treffer. Gute Gerade. Das muss er natürlich verhindern. Kick zum Kopf. Da war die Mitte da. Oh, schöner Takedown. Klasse Bewegung am Boden. Gefällt mir gut. Toller Sweep jetzt hier. Schöne Bewegung, die er da auf den Boden zeigt. Das macht er sehr gut da. Ground and Pound. Gute Arbeit von unten. Schöner Punch zum Kopf hier von Nurmagomedov. Ja, er kommt wieder hoch. Ja, da war der Jeff wieder. Ja, ja, Wechsel der Auslage. Oh, was für ein Kick. Ein herrlicher Jeff. Der Treffer zum Körper mit dem Kick. Ja, er bringt die rechte Oberhand. In die Rechte hat er alles reingelegt, aber ohne Erfolg. Ja, guter Schlag von McGregor. Sehr gute Treffer, tolles Timing. Und ein Takedown von Nurmagomedov. Ja, ja, er sieht ziemlich wackelig aus, aber er kommt wieder hoch. Er setzt den Double Underhook an. Guter rechter Punch. Kopftreffer, der zeigt Wirkung. Haben wir den Takedown. Schöne Konteraktion. Sauberer Pass in die Full Mount. Oh, er hat seinen Rücken gepackt. Jetzt richtet er sich auf. Ja, ja. Und auch diesmal kommt er wieder hoch. Jetzt wechselt er die Auslage. Gezielte gerade zum Kopf von Nurmagomedov. Oh, 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 da muss er seinen Kopf noch besser schützen. Tolle Angriff. Und da geht er zu Boden. Die erste Runde ist beendet. Niederschlag kurz vor der Pause. Oh je, da hat er sich so gerade noch gerettet. Das sieht nicht gut aus. Kann er hier doch noch die Wende schaffen? Schauen wir uns noch mal einige Szenen aus dieser Runde an. Da ist der Treffer. Ja, und das ist der Niederschlag. Hier der Punch und klar, das ist der Niederschlag. Das ist die hübsche Brittany Palmer. Zweite Runde beginnt. Oh, der Schlag hat gesessen. Oh, oh, und jetzt noch dieser heftige Treffer. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Er hat seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance zur Verteidigung gelassen. Die Rechte kamen so schnell und so hart, dass der K.O. unvermeidlich war. So, hier kommt die Wiederholung. Und dieser Niederschlag aus einem anderen Winkel.
Er freut sich über diesen K.O., freut sich über diesen Sieg im heutigen Titelfight im Leichtgewicht. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki is called to stop in this contest at 9 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout and new USC Lightweight Champion of the World, the notorious Conor McGregor! Er hat es geschafft. Er ist der neue Champion. Eine klasse Leistung. Glückwunsch nochmal von unserer Seite. Das war ein Fight, der uns Spaß gemacht hat. Sehr intensiv. Und man hat gespürt, er wollte das heute unbedingt gewinnen. Und das hat er nun auch geschafft. I put in 25 hours out, I worked everybody. Turn down big money, I know my worth. I'm not anybody, don't let them hold you down.